Und ich schlafe nur. Das ist der letzte. Oh, du wirst einfach. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Darf ich fragen, was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Du Schwein! Nur um in eine Falle zu tappen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein. Sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft. Nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr habt mein Leben gerettet. Oh. Gabt mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen. In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Du lebst? Angriff! In Deckung! Na, dann wollen wir mal. Verteidigen. Bleib zusammen, Männer! Ich schalte so viele wie möglich aus. Nein. So schön. Kaputt. Und nächster. Und zack. Und rein. Und auch kaputt. Gut, Colonel. Sehr schön. Haltet eure Männer in Bewegung. War das wieder einfach? Die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also gut, wir werden langsam voranschreiten. Ich renne dabei mal vor. Kommt ihr? Also ich muss da nach oben. Oder? Ja. Und so ist er wahrscheinlich den Berg jetzt hochklettern. Nichts einfacher als das. Okay. Und habt ihr noch ein bisschen Zeit zum Synchronisieren? Immer wieder schön. So, aber jetzt auf zur Arbeit. Das heißt, was mache ich denn? Jetzt habe ich doch hier so schöne Granaten. Stärkepfeil. Warum denn nicht? Ah, jetzt treffe ich sie, die sind zu weit weg. Auch zu weit weg. Irgendwie auch so, ne? Runter hier. Komm eins. Komm mal rüber. Komm ich da rüber? Das schaffe ich doch nie. Jump rüber, ey. Also, so. Oh, da war doof. He's just a man. Just a damn man. He can't run forever. Keep at it. Sehr gut.
Der hat schon nicht gesehen. Darüber. Sag doch. Ei, der will getan. Oh, das war eine doofe Idee, glaube ich. Und knapp hin. Mal ein bisschen verstecken. You shall perish! Ey, wir treiben doch mal komplett Engelschützen töten. Wie war einer? Kommen wir mal von hinten, würde ich sagen. Oh. Ah, die kommen hier ran. Kann ich pfeifen. Ich bestimmt nicht beide auf einmal raus. Ich versuch's. Also, wie einfach war das mal, gell? Und tschüss. So, das war doch super einfach. Richtig easy. So, jetzt haben wir Flachkörper hier. Schnell! Kisigowasi lässt nicht locker. Kisigowasi, ihr kennt den Mann, Master Cormac. Hi, Colonel. Hi. Er gehört zu Achillesmännern. Ein Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr, Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. George Manuel. Ihr wisst, das ist eine Falle, stimmt's? In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl. Die Franzosen haben wir überlebt. Das schaffen wir auch. Immer optimistisch vorangehen. Oha, oha. Haben wir da? Eins. Das ist irgendwo was in den Gebüschen. Ich habe einen klaren Schuss! Was ist? Hier rauf? Ja! Ready to open fire! Let him think he's losing us! We'll surprise him soon enough! Keep running! Nein, lauf weiter! I see him again! Come, fight! We were on the right track! Get him! Resistance is not in your best interest! Desist! Beeilt euch! So! Achso! Was ist das? Ah! Hab ich's geschafft? Ey. Das war nicht so gut, ne? Ich wusste nicht, dass es jetzt hier nach Zeit geht und ich da durchraschen muss. Zum Schiff! Lauft! Lauft! Das ist doch jetzt aber mal ein Zeitlimit gewesen. Oh Mann. Ready to open fire! Was ist er? Vorne gekickt? Ach scheiße, der wird schon angegriffen, deswegen. Einlauf! Komm, folgt mir! Komm, was ist denn? Schiffssegel! Ihr hört den Captain, Leute! Hauen wir von hier ab! Bewegung! Bewegung! Schei! Ihr habt mich gerettet, Master Cormac! Und ihr mich, Colonel. Es gibt viel zu bereden. Doch ich muss zu meinen Soldaten. So?
Ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Ich glaube, da ist gerade ein Bug. Man kann ihn nicht sehen. Na gut. Aber man kann sich das ja vorstellen. So, da bin ich auch schon wieder. Sehr gut. Da muss ich jetzt wohin fahren? Ist schon wieder auf einem anderen Kontinent. Moment, Moment, Moment. Da muss ich hin, okay. Schnellreise kann ich nicht machen. Und ich befinde mich wo? Hier. Fahre ich denn da am besten? Rechts hier wahrscheinlich immer noch. Vollgas. Gut, also die Assassinen haben auf jeden Fall keinen Bock mehr auf mich. Das kann man so festhalten. Templer umso mehr. Oh, feindliches Gewässer. Wir müssen aufpassen. Diese Gewässer sind gut bewacht. You young sailormen, listen to me. I'll sing you a song of the fish in the sea. It's windy weather, boy, stormy weather. Sollte behutsam vorgehen. Oh ja, Sir. Mal durchknallen. Wir haben richtig Weg. Ich sehe jetzt gerade. Oh doch, hier haben wir durch. Passt schon. Wir sind auf Kurs zur Klippe, Sir. Ah, den werden wir aber voll reinfangen. Fahren wir dran vorbei, versuch's auf jeden Fall. Der wird stinksauer sein, das ist klar. So, tschüss. Das war's mit dem Schiff. So, fahr ich auch mal weiter. Gar kein Problem. Und dann müsste ich ja jetzt eigentlich schon fast da sein. Geht durch Pese, ne? Unfassbar. Eieiei, oh, das müsste schon noch sein, ja. Einwandfrei. So. Kommen wir rüber. Nein! Ah, jetzt wird es sich gefühlt. Oh, was kann ich denn hier machen? Schiff rufen. Aha. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war ich im Black Flag hier schon mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, auf jeden Fall. Ja? Ich bin mir nicht sicher. Aber Morpheus wartet schon auf uns. Rüstung und Schwert. Nun, Colonel, mein Leben ist für euch ein offenes Buch. Männer meines Regiments fanden euch bewusstlos, halb ertrunken. Ich wusste nicht, wer ihr seid. Aber was ihr seid, war offensichtlich. Ich gab euch den Finnegans zur Pflege. Ihr ältester Sohn war im Orden. Master Johnson war außer sich. Es war riskant. Aber ich ahnte, dass ihr eure Brüder verlassen hattet. Colonel, das Manuskript, warum gabt ihr es zurück? Nun, Master Cormac... Weil ich euch vertraue. Nirgendwo ist es sicherer. Mit Respekt, Sir. Ich bin jetzt eher ein Ziel als ihr. Gentlemen, Kisigowase sammelt sich zum Sturm auf Albany. Seine Verbündeten bedrohen ein friedliches Oneida-Dorf. Und Franzosen stehen bereits auf unserem Land. Ich könnte die Franzosen aufhalten und den Oneida helfen.
Wir machen Albany verteidigungsbereit. Wenn wir Kesegowase besiegen wollen, muss ich den Oneida helfen. Unterstützung sammeln. Und mich um die Franzosen kümmern. Das Eingeborenendorf erreichen, britische Armee finden. Okay, gehe ich jetzt hier auf... Wir schwimmen, oder? Das ist hier nochmal auf der Insel, oder? Ja, okay. Zielort. Da muss ich mir entweder vorarbeiten oder rüber schwimmen. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Da muss ich hin und da hin. Ey, aufs Schiff gehen, also. Das ist nicht so schwierig. Da war doch was. Hier, das sichert mir doch Einkommen hier. Wo ist denn dieser Diamant? Den will ich dann doch gerne haben. Ja. Ja. Wie viel Holz haben wir für Verteidigungsanlagen? Nicht der Rede wert. Achso, wir wollen nur über die Baumstämme hier. Sehr gut, Wohlstand erhöht. So, mal rüber. Ah, das tat weh. Gut, dann fahr ich da eben einmal rüber. Das ist dann ein bisschen einfacher. Zack, und schon. Segel setzen! Bewegung! Nun, ohne neugierig zu erscheinen, wisst ihr zufällig, ob Kesegowase irgendeine Schwäche hat? Keine einzige. Er war Scout und Söldner, lange bevor er zu den Assassinen kam. Dann möge Fortuna euch beistehen. Ich mache mir mein Glück. Der Colonel hat eine gewisse Kontrolle über die Armee oder Teile davon. Aber wir brauchen sowohl die Armee als auch die Eingeborenen, wenn wir uns wirkungsvoll gegen Kesegowase verteidigen. Eingeborene? Da bin ich mal gespannt. Kesegowase hat Verbündete in jedem den Franzosen nahestehenden Stamm und noch viele mehr. Trapper, Jäger, Scout. Wir können jede Hilfe gebrauchen. So. Kommen wir so in die Raum, ne? Oder? Okay. Oh, hier. Kann man in den Baumstamm rein. Ach, wie cool ist das denn? Sehr schön. So, gleich mitgenommen. So, und jetzt muss ich mal mir einen Weg suchen hier. Da hat er sich Dorf gewundert. Eieiei. Bin ich schon angegriffen? Ja. Brauch einen Weg hier. Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Raus. Oder? Doch, doch, sieht gut aus. Auch in der tiefsten Nacht hier. Blühwürmchen. Leiten uns den Weg. Ich brauche hier so noch einen Turm, den ich synchronisieren kann. Hast du sie runterpumpst? Gut, dann holen wir uns mal die Ureinwohner als Freunde. Retten, also die sind auf jeden Fall gefangen dann. Mal runter. Oh, der hört das nicht. Also das hörst du nicht? Das
jetzt aber nicht. Halt! Der ist schon mal weg. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen vorarbeiten. Wirtschaft, sie haben jetzt 1800 auf den Banken. Braucht ihr schon mal. Da sind Gefangene, die werden überwacht. Okay, okay, da oben ist auch noch was. Da oben, okay. Wir sind kein Krokodile drin. Zunächst. Solange wir die Alte als Geisel haben, helfen die Oneida den Engländern nicht. Sehr gut. Blessings on you, sir. Thank you. Zwei haben wir. Und noch kein Alarm ausgelöst. Oh. Aufpassen muss ich. Schütze der Nacht. Mist, Mist, Mist. Bessere Position irgendwie. Was werden. Bin auch schon mal. Allerdings bin ich weit weg von den Dorfbewohnern. Ich hier immer nur die ganzen. Schnelle Tod. So, oh, das ist ein Shanty. Oh, den will ich haben. Und dass dieses Oh Johnny ist, ey. Ich raste aus dann. Und mit dem Shanty. Nein, 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 wo willst du denn hin? Shanty? So, Zeit haben wir noch an, welche? Render Shanty 1 von 1. Handy Me Boys, okay, ne. Warte immer noch auf den einen vom Black Flag. Ey, das ist, keine Ahnung, wie das hieß. Auch mit Johnny auf jeden Fall. Mann. Das ist doof. Ich habe jetzt irgendwie hier nur das Außengebiet irgendwie gesäubert, aber. In den inneren Kern muss ich mal wieder rein. Warum komme ich hier? Da ist das. Das ist schon mal irgendwie. Das sieht auch noch einen guten Weg aus hier. So. Das ist gut. Da mal ein. Zu Eichhörnchen, die hier hochrennen. Ich werde bekloppt. Ihr müsst sie alle finden. Läuft ja um. Nichts. Thank you, sir. You're so good to me.
Okay, gut, weiter geht's. Bist du alleine, ne? Ah, könnt mich sehen. Oh, der wundert sich. Soweit so gut. Fällt ja eigentlich schon mal fein, ne? Oh, jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir ein Problem. Lauf, rüber, rüber. Kommt der hinterher? Bin ich drauf geachtet. Und der bewacht auch noch weh. So, dann fahren wir jetzt erstmal hier. Die eine. Das könnte nachher nach hinten losgehen. Ich weiß nur, wenn ich jetzt hier irgendwo Aufruhr starte, dann fangen die an, nacheinander die Geiseln zu töten. War noch einer? War es noch einer? Gut, die haben keine Geiseln. Ich müsste jetzt irgendwie darüber setzen, auf den Baum. Ja, schlecht. Andere Seite. Uff. So, dann muss ich mal gucken, ob ich den da irgendwie gleich mehr wegfuhre. Gleich rankommen. Komm ich da überhaupt rüber? Ich glaube ja, der eine Ast lugt da so ein bisschen vor. Und dann sieht mich der andere, ne? Ah, das könnte knapp werden. Wird nix. Einer von den beiden sieht mich auf jeden Fall dann. Gut. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja. Sehen wir den Rücken von denen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever ist, ihn rauszunehmen. Wirf direkt die Laterne auf mich. Schön aus dem Hinterhalt. Darüber. Wo sind die auch noch? Da. Okay. Der wird das nicht sehen, wenn der jetzt wegguckt. Das ist einfach so ein Schleicher oder so im Leben. Hier glaube ich jetzt einfach auf. Oh, da ist sogar ein Scharfschütze. No, you don't. Kann man fast in die Hose gehen. Die Scharfschützen. Bleib wachsam, Männer. Oh, die ziehen auch noch beide auf. Ah, jetzt habe ich eine Scheißposition. Gucken wir genau zu. Und ich habe hier immer noch einen Schleicher. Wird nicht besser. Müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwo den Einstieg finde. Da hinten ist auch noch einer. Ist eigentlich voll hier. Oh, da muss ich aber schnell sein, ey. Da muss ich aber schnell sein. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. So, die kommen jetzt bald zurück. Wenn sie weggehen, dann hoffe ich, das klappt. Nein, also, das klappt nicht. Das klappt nicht. Ah!
Scheiße, aber einen haben wir verloren. Shit. Oh, my thanks indeed, good sir. Ärgerlich. Eigentlich wollte ich die beiden frontal drauf zuspringen und dann gleich beide aus dem Spiel nehmen. Leider hat er die Aktion nicht geschadet. Das dürfte jetzt kein Problem sein. Ist Websee. Ah, da ist noch einer. Was ist in der Höhle? Welches Pfeifen hole ich beide rein, das ist das Problem. Hier um. Ah, da, das ist nicht keine gute Idee. Scheiße! Vorsichtig alleine, ey. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt echt extrem aufpassen, sonst... ist alles wie Katz hier. So, da auf dem Turm, da dürfte jetzt...